Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, ETS 2, dem Eurotruck-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind weiterhin auf der Map in Heilbronn unterwegs, vom Cloudsea Map natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und heute sind wir mit einem anderen Fahrzeug unterwegs, das gucken wir uns gleich mal an. Wir fahren mal zu unserem Auftrag. Und dann gleich dazu später mehr. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail erkannt. Und zwar werden wir heute abschleppen. Ne? Keine Frauen oder so. Schlecht. Sondern letztendlich ein Fahrzeug. Ich habe den Auftrag hier schon angenommen. Und wir sind unterwegs in einem speziellen Fahrzeug. Und zwar den MP4 Actros. In dieser schönen Variante vom, ich habe es mir aufgeschrieben, Cyrus the Virus. Und das ist so ein schicker Abschlepper. Und mit dem werden wir jetzt hier quasi einen Bus transportieren. Ja, das heißt, wir hängen den mal an und werden dann heute unsere Fahrt hier mit einem Abschleppwagen, mit einer Modifikation, also ist eine Mod, ja, dann nach Neuenstadt fahren. Wir sind hier in Kupfer, da sind wir beim letzten Mal auch. Ich gucke, ob das funktioniert. Mal gucken hier. Jo, das klappt sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt den Bus soweit angehangen, ne, und können jetzt gleich unsere Fahrt beginnen mit diesem Fahrzeug. Wichtig nochmal vorab, das ist eine aktualisierte Version des Mods, gab es schon vor langer Zeit mal und die gibt es jetzt auch in der 1.3.4er Variante für den ETS. Das heißt, aktuell ist ja die 1.3.5er Variante die aktuelle und da müsst ihr einmal zurückpatchen. Wichtig natürlich vorher Spielstand sichern, sowohl das Cargo Pack und auch das MP Actros MP4 Train Truck Pack vom Cyrus Virus. Ganz viele Namen hier. Links sind wie gesagt in der Videobeschreibung. Müsst ihr zurückpatchen. Und ich würde sagen, auf geht's auf unserer Fahrt mit diesem coolen Teil. Und Rundumleuchten machen wir natürlich auch an. Ist auf jeden Fall echt ein cooles Ding. So, und hört sich auch richtig geil an. So, ist mal was anderes, ne? Ich dachte mir mal, okay, machst du mal was, der hat einen Reifenschaden, so wie das aussieht. Und da muss er halt abgeschleppt werden. Oh, da war, glaube ich, ein Unfall sogar. Das ist ein MAN, den wir abschleppen. So, das heißt, mit dem schönen Teil fahren wir jetzt zuerst mal eine Runde. Und werden jetzt hier gleich erstmal rausfahren. Ich mache gleich den Warnblinker aus, aber ich lasse ihn erstmal beim Rausfahren nochmal an, damit wir hier auch rumkommen. Ich muss mal kurz gucken, wo müssen wir lang? Links oder rechts? Rechts müssen wir rum. So, dann machen wir jetzt gleich noch fix einen Screen. So. Machen wir mal kurz fertig hier. Zoomen wir mal ein bisschen ran hier. So. Nochmal ein bisschen von außerhalb weg, damit wir das auch sehen hier. So, und dann würde ich sagen, auf geht's hier mit dem Riesengefährt. Wir gucken mal, ob wir hier rumkommen. Das sieht gut aus. Der hat also vorne auch nochmal eine Doppellenkachse. Ich hoffe, das ist die korrekte Bezeichnung. Und dann würde ich sagen, fahren wir los. Machen den Warnblinker aus und fahren jetzt auf unserer Fahrt hier mal mit diesem schicken, ja, Mod. Ich dachte mir, das passt mal. Wurde auch woanders schon mal gezeigt, ne? Leute, der gepflegten Simulationsspiele werden es kennen, dass es schon mal woanders gezeigt wurde. Das war allerdings damals die 1.28er Variante und das ist jetzt die 1.3.4er Variante für den ETS, für die beiden Mods. Das sind zwei Mods. Echt ein cooles Ding. Und da fahren wir mal fix über Rot, weil wir sind ja hier im Auftrag unterwegs. Ach Leute, da wäre ich auch so aufgepasst. Oh Gott. War so begeistert von dem LKW und von dem Hänger, dass er einfach sich... Oh, ich sehe schon wieder einen Shitstorm in den Kommentaren wieder über mich hineinbrechen. Ja, auf jeden Fall sind wir mit diesem schicken Fahrzeug unterwegs. Und ich dachte da, die Ampelkreuzung wäre noch weiter weg. Aber war sie doch nicht. So, jetzt machen wir nur ein Foto und dann ist auch gut jetzt. So, wir machen mal ein bisschen Licht an hier. Ja, auf jeden Fall echt ein cooler Sound. Der hört sich richtig gut an. Und die Fahrt, wo wir jetzt hinfahren, das ist nach Neuenstadt. Und das sind knapp 28 Kilometer. Und da werden wir ein bisschen über Land fahren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir auch... Oh, ich bin zu schnell. Ob wir auch über die Autobahn fahren werden.
Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Und das machen wir mal wieder aus. Wir nutzen das Navi hier von dem Fahrzeug oder von dem LKW oder Schlepper, wie auch immer. So, auf jeden Fall richtig cooles Teil. Hört sich auch richtig knackig an, wenn man mal hier so drauf tritt. Hat einen richtig coolen Sound. Und der MAN, der ist hier Matsche. Hat wahrscheinlich einen Frontschaden oder sowas gehabt. Und ja, auf jeden Fall echt ein cooler Mod. Ich dachte, ich zeige euch die mal in Verbindung mit der Heilbronn-Map. Und wenn ihr da auch Interesse habt, diese Map zu haben, ja, schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Die habe ich natürlich auch verlinkt. Genauso wie die beiden Mods hier, ne? Einmal den LKW und einmal diese speziellen Dinge. Ihr könnt nicht nur Busse abschleppen, sondern ihr könnt auch LKWs abschleppen. Ist vielleicht auch ganz cool. Und für alle, die sich fragen, hä, wieso fahren denn hier so komische Fahrzeuge rum und so weiter, das sind auch diverse andere Mods, die ich noch verwende, Next-Gen-Mod und so weiter, die natürlich hier auch mit verbaut sind und ein paar Jessicat-Mods sind mit dabei. Die kriegt man im Steam-Workshops, glaube ich, sogar, ne? Ja. Oder auf ets2.lt, da habe ich auch die Mod hierher. So, dann halten wir mal hier an. Diesmal Farbe nicht über Rot. Brauchen wir auch nicht, weil es ist nämlich grün. So. Ah, cooler Sound. Ich glaube, das Dashboard hier im InDesign ist, glaube ich, auch ein bisschen angepasst. So, das ist das Standardmäßige. Steht Actros auch hinten drauf. Ich habe jetzt innerlich nichts verändert. Habe jetzt die Mod 1 zu 1 übernommen. Habe also auch keine Anpassung vorgenommen. Oh, wir fahren jetzt gleich auf die Autobahn. Und dann werden wir dort auch unterwegs sein. Oh. Da mussten wir mal zügig bremsen. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Zeit, uns das ein bisschen anzugucken. Sieht echt cool aus. Ist ein amerikanisches Design, so wie es aussieht. Dad's Town. Und es war echt ein cooler... Ah, guck mal, ein Scania-Bus. Ist auch nicht schlecht. Freakstuer, okay. Oh, ist grün. So, fahren wir weiter. Hört sich richtig schön knackig an hier, ne? So. Ach, guck mal, da vorne. Ja, Urlaubszeit, Reisezeit. Das heißt, erstmal auch wieder mit dem Campingwagen unterwegs. Ich habe auch Urlaub mittlerweile und werde die Tage mal so ein bisschen genießen, mal ein bisschen ausspannen. Natürlich auch weiterhin ja, ein paar interessante Videos euch zeigen. Und auch im ETS gibt es diese Woche wieder zwei Folgen. Am heutigen Tag kam auch das... ich weiß gar nicht, ob es schon draußen war. Ich habe die Folge hier nämlich vorher aufgenommen, da war es noch nicht draußen. Das ATS, also einem American Truck Simulator, Washington DLC raus. Wurde zumindest für den 11.06. angekündigt. Bin ich auch am Überlegen, ob ich mal eine Runde ATS zocke. Wäre vielleicht mal eine kleine Abwechslung. So, kurz aufpassen. So. Na, im Vergleich zu dem ETS, den wir auch unter anderem im Livestream immer auf Twitch haben. Da sind wir mal sonntags unterwegs, so ab 17, 18 Uhr auf Twitch, HomerYT, da findet ihr mich. Und da finden dann grundsätzlich all die Livestreams statt. Ja, ansonsten unter der Woche aktuell seit, ich glaube, es müsste jetzt Folge, ist das 7 oder 8 oder ist das schon die Folge 9? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall sind wir schon einige Folgen hier unterwegs auf der schönen 1:1 Nachbaumap bei Cloudsea in Heilbronn. Und bin auch überlegen, ob wir da vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung machen, dass wir auch was anderes mal zeigen. Deswegen mein Angebot, wenn ihr auch mal ATS-Folgen sehen wollt, das packe ich euch jetzt oben rechts in die Info rein. Also einfach aufs i klicken, müsste aber jetzt gerade aufgegangen sein. Und dann einfach mit Ja oder mit Nein abstimmen. Und wenn ihr auch Ideen habt zu Maps, ne, und auch zu Mods, ne, oder wenn ihr auch selbst Modder seid und sagt, ich mache coole Mods, dann schreibt es auch mal in die Kommentare rein. Ich werde mit euch Kontakt aufnehmen. Und dann das ein oder andere mal vorstellen. Ne? Eine Mod wurde ja schon vorgestellt, also ein kleines Repaint. Das hat mir der Phoenix Flow 44 gebastelt.
nochmal viel, viel Dank dafür. Das ist ein eigener Trailer mit einem eigenen Logo hier von unserem Kanal und so weiter. Ich denke, das werde ich auch mal in den nächsten Folgen zeigen. Beziehungsweise im Livestream bin ich ja schon damit gefahren. Und ja, da gibt es auch mehrere Varianten, auch noch für einen anderen LKW. Das schaue ich mir die Tage mal an. Aber nochmal vielen, vielen Dank dafür auch. So. Da sind die gerade besagten Motorradfahrer. Das ist das Motorcycle Pack, auch von Jessicat. Sorgt dafür ein bisschen Abwechslung hier im Verkehr. Und macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß. Und ihr wisst ja, ich bin da ansonsten auf den Promods unterwegs. Und da warte ich gerade sehnsüchtig darauf, dass die Promods auch kompatibel mit der 135er Variante sind vom ETS. Und ansonsten, ja, muss man auch noch warten, bis die anderen alle wieder kompatibel sind. Und die ich ja nutze. Ich nutze ja nicht nur die Promods-Version, sondern auch, also die 233er, glaube ich. Ja, die 234er wurde übersprungen. Und dann auch noch hier Southern Region, dann Poland Rebuild, Paris Rebuild. Die müssen alle wieder angepasst werden für die aktuelle Version. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Balkan-DLC soll ja auch kommen. Balkan-DLC? Ja, ich glaube Balkan hieß es, ne? Ist auch angekündigt von ETS. Da bin ich mal gespannt. Und wo ich richtig perplex war, oder wo ich richtig dachte, wow, geil, es gibt einen neuen Microsoft Simulator. Ne? Der ist angekündigt worden auf der E3, die läuft ja aktuell. Ich glaube, heute ist letzter Tag. Und da haben sie gesagt, wir machen einen neuen Flugsimulator. Und da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Es ist ja so ein Genre, da habe ich mich noch nicht dran getaut. Genau wie bei Zugsimulationen. Da bin ich auch mal noch so ein bisschen... weiß ich nicht. Das ist so eine... Weiß ich nicht. Das ist halt sehr speziell. Und da muss ich mir erstmal ein bisschen reinfinden, vielleicht auch mal Flugsimulator-Folgen zeigen. Ist natürlich sehr aufwendig und da muss man auch sehr viel Vorwissen haben. Und ich mit meinem laienhaften Wissen, guck mal hier, da wurde wieder ein bisschen was abgesperrt. Oder, ach, kann ich gleich auf dem Rückweg nochmal vorbeifahren, den kann ich auch noch mitnehmen. Ja, da bin ich eher ein bisschen skeptisch, ne, solche Folgen zu machen, weil da, sag ich mal, in Zugsimulationen und in Flugsimulationen mein Wissensstand sehr, sehr gering ist, aber ich bin auch immer dabei, neue Sachen zu lernen. Und auch jetzt hier im ETS habe ich schon viel gelernt, auch was das Thema, Fahren angeht, würde ich jetzt nicht mir anmaßen zu sagen, aber ich sag mal, auch hier so verschiedene LKWs, ich weiß mittlerweile nicht, welche Möglichkeiten es gibt, was man beachten muss bei LKWs und so weiter. Das finde ich schon mal ganz cool, man beschäftigt sich ja dann auch damit, bevor man dieses Spiel spielt, aber wir machen halt Simulationsspiele sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es ab und zu, wie gerade eben, wo ich über die rote Ampel gebrettert bin, mal so einen kleinen Epic Fail gibt. Aber ich bin niemand, der das einfach rausschneidet, sondern einfach, ich lasse das so. Ne? Start-Stop-Aufnahmen, das ist so meins. Hat auch schon mal so ein bisschen was versucht mit Timelapse und so weiter. Boah, ja, ist auch cool, aber ich finde, einfach Aufnahme starten, anfangen zu quasseln. So, Folge ist zu Ende, verabschieden, aufhören, fertig. Das ist so meins, ne? So der klassische LP. Und das ist ja nicht nur im LS so. Wobei im LS spiele ich manchmal ab und zu auch schon mal was vor. Wobei das eigentlich auch sehr wenig ist. Das meiste, was ich da mache, mache ich mittlerweile dann in Livestreams. Dass man das auch nochmal sehen kann. Und ansonsten, ne, hier im ETS sind wir schon über 100 Folgen unterwegs. Ja, also jetzt nicht in der Playlist, sondern es gibt noch eine andere Playlist, die verlinke ich euch auch nochmal. Da sind wir, glaube ich, knapp bei 100 Folgen. Und da habe ich auch mit angefangen, unter anderem mit Omsi, damals vor anderthalb Jahren. Und ja, der Kanal wächst und gedeiht, das freut mich sehr. Und nochmal vielen, vielen Dank für all eure Däumchen, für all eure fleißigen Kommentare. Ja, also was aktuell abgeht, ist Wahnsinn auf dem Kanal. Also... echt mega, ne? Neben hier ETS auf jeden Fall mega geiles Projekt, dann haben wir noch, was haben wir noch auf dem Projekt, Hof Bergmann geht richtig steil, genau wie der Cooking Simulator, Garden Flipper haben wir mit am Start, Farmers Dynasty, die zweite Staffel, Garden Flipper, also Haus Flipper sogar schon die dritte Staffel,
Ich glaube, bei Farmers Dynasty sind wir auch schon wieder bei Folge 47, 48. Also echt viele Folgen haben wir am Start. Hof Bergmann gehen wir auch in Richtung 20. Und ja, das läuft. Das macht richtig viel Spaß hier. Und mir macht das sehr viel Spaß. Und ich stecke da auch gerne sehr viel Zeit mit rein. Was auf jeden Fall geplant ist in der letzten Woche, Infos werden nächste Woche kommen, dass ich mal im Multiplayer unterwegs sein werde im Euro Truck Simulator. Und da würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr auch mit dabei seid. Ich kann es nicht für jeden einrichten, dass jeder da ist, der jetzt gerne mitfahren möchte. Aber wer mitfahren möchte, der soll sich dann einfach bei mir melden. Beziehungsweise ich werde dann nochmal einen kleinen Leak dementsprechend machen oder ein Video rausbringen mit einer Ankündigung, wo ihr euch dann, wo ich dann so ein paar Fakten erkläre, wo ich anmelden könnt und so weiter, wo ihr dann mit mir gemeinsam fahren könnt. Ob es jetzt im Livestream wird, müssen wir mal gucken. Oder auf einfach nur was aufnehmen und ein bisschen fahren und ich das dann so ein bisschen schneide. Schauen wir einfach mal. Ich denke, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Es wird auf jeden Fall an einem Wochenende stattfinden. Ich denke mal eher sonntags wird es werden, weil da haben in der Regel die meisten Leute Zeit. Und für die, die leider keine Zeit haben, Leute, man kann sich hier recht machen, aber es geht dann leider nicht. Dann ist das so. So, wie viele Kilometer haben wir noch? Wir gucken mal hier auf unseren Auftrag. So, wir haben jetzt noch 14 Kilometer. Da sind wir noch gut dabei. Jetzt kam ich wieder in meinem Laber-Rhabarber-Flash hier. So, gucken wir uns ja nochmal ein bisschen von außen an, weil da gibt es ja auch echt coole Sachen zu sehen hier. Also auch die Aufschriften hier, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen ran zoomen, sieht echt cool aus. Muss man ein bisschen vorne achten, weil nämlich gleich eine Baustelle kommt. Bremsen wir mal ab hier. Der Sound. Ah! Das ist natürlich... Da... Das ist schon mal was ganz anderes. Und auch vom Innensound her hört sich das sehr gut an. Der Blue war gut, würde ich sagen. Nee, ist doch keine Baustelle. Ist hier nur die Fahrbahn wird von dreispurig auf zweispurig verengt. Ja, und ansonsten hier in Heilbronn, die Map, die macht nach wie vor riesig viel Spaß. Die kommt auch gut bei euch an. Und das ist auf jeden Fall eine Map, wo man wirklich auch, ja, sehr viele Details sieht. Oh, da hat es nochmal gekracht. Oh, da ist ein Flugzeug runtergekommen. Nee. Verrückt. Das ist ja krass. So. Das ist auf jeden Fall eine Map, die sehr detailreich ist. Ihr habt auch schon geschrieben, dass sie sehr, sehr ähnlich ist. Natürlich nicht alles 100%. Das ist auch immer, denke ich mal, ein ausschlaggebender Punkt. Zu 100% kann man es nie richtig machen. Auch wenn sich der eine oder andere das wünscht, dass auch die Städte besser werden. Und wenn man mal vergleicht, rein von der Standardkarte, die Städte, die damals rauskamen, und die Städte, die heute rauskommen, das ist schon ein riesengroßer Unterschied. Und wenn man das dann noch mit den... Oh, Öhringen, da fahren wir gerade vorbei. Da waren wir auch schon mal. Da haben wir auf jeden Fall dann auch genug Streckenmaterial vorhanden. Und im letzten Livestream auf Twitch, da sind wir ja sogar in... Sind wir ganz in den Norden gefahren. Ich glaube, das war sogar... War das ein nördlich, ganz, ganz nördlichen Bereich? Das war total cool. Es war wie so eine Vulkanlandschaft mit Schnee und Eis. Das war richtig cool. So, wir müssen hier runter. Und da sind wir auch durch steile Bergpässe und so gefahren. Sowas macht mir auch Spaß, ne? Wenn ihr ja auch mal Folgen sehen wollt oder auch Maps kennt oder habt, die auch herausfordernd sind und dann noch mit speziellen LKWs. Da würde ich auch gerne mal rein. Oh, Luken. Mal kurz gucken hier, passt das? Das passt. Aber ganz schön knapp. Die Fahrbahnverengung hier. So, jetzt fahren wir rechts. Jetzt fahren wir durch Öhringen durch. Ist ja nochmal ein bisschen Überlandfahrt. Zieht schon ganz schön hier. Den Berg hoch.
Der wiegt natürlich auch sowas, so Bus, ne? So. Da geht's ganz schön steil hoch hier. Ah, schön, dass sich die Reifen ja auch mitdrehen. Von dem hinteren. Das ist auf jeden Fall auch cool. Dass es da berücksichtigt wurde bei der Map. Auf jeden Fall auch sehr nice. So, 60 dürfen wir fahren. Da halten wir uns auch mal schön dran. Hier steht zwar 70, aber ich habe auch wieder gelernt, mit LKW darf man nur 60 fahren. Wusste ich auch nicht auf Landstraße. Und das ist genau das, was ich meine, ne? Man tauscht sich aus. Man gibt auch konstruktive Kritik. Ne, es gibt immer den einen oder anderen, der sagt, hier, keine Ahnung und boah, lass das sein. Ne? Die übertreiben dann immer. Gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen. Allerdings, ja, Leute, ist immer noch ein Game, ne? Das möchte ich auch nochmal sagen. Mir macht das Spaß. In der Regel spiele ich das so, wie ich das gerne möchte. Und wem es nicht gefällt, ja, c'est la vie, ne? Dann ist das so. So, mein Schluck Kaffee genommen hier. Ja, ansonsten gibt es morgen wieder eine Folge Hof Bergmann. Um 11, ne? Schon Standard-Time. Und dann um 13 Uhr gibt es den Cooking Simulator. Und um 15 Uhr gibt es dann, glaube ich, wieder Farbes Dynasty. Ja. Ne? Dann abends so um 18 Uhr. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Gibt es einen Livestream, auch wieder Hof Bergmann. Da werden wir so die Sachen machen, die immer langwierig sind, Feldarbeiten und so weiter. Werden noch das Stroh einsammeln. Und ja, am Donnerstag geht es dann wieder weiter mit Fernbus-Simulator, eine Folge. Erst Gartenflipper, dann Fernbus-Simulator und dann eine Runde, ja, wieder ETS 2. Mal schauen, was ich mir da dann habe einfallen lassen, wieder für, ja, für einen neuen LKW oder vielleicht nochmal was ganz anderes. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Vielleicht auch durch euch mal eine Mod, die ihr mir zugeschickt habt oder die ihr mal gerne sehen möchtet. Oder die, wo ihr sagt, boah, die ist klasse, die muss ich mal zeigen. Ja, da bin ich gerne für Tipps und Tricks offen. Bin schon wieder zu schnell. Und da freue ich mich natürlich dann auch drüber, über eure Zusendung, für eure Impressionen bzw. für eure Tipps und Ideen. So. Haben wir nochmal einen Screen gemacht. Ich suche mir irgendeinen passenden raus und ihr habt den ja schon gesehen. Da passt das. So. Wir haben noch, wie viele Kilometer? War 7 Kilometer haben wir noch. Und das Tolle ist ja auch, das sind hier keine 7 ATS-Kilometer, sondern das sind 7 reelle Kilometer. Ne? Da brauchen wir dann auch wirklich genau die Zeit. Und das finde ich auch cool an der Map, dass es wirklich hier 1 zu 1 umgesetzt wurde. Und wenn da steht, man braucht noch 7 Minuten, dann braucht man jetzt auch noch 7 Minuten. Ne? Dann ist das so. Was ich auch getestet habe, ist die aktuelle Version, also die 1.35er Variante vom ETS mit dem sprechenden Navi. Das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und da werden wir uns auch zeitnah irgendwann mal Sardinien angucken. Das ist ja als kostenloses DLC mit dazugekommen für alle die, oder als kostenlose Erweiterung, sagen wir mal so, für alle die, die das Italien-Paket haben. Und auch neue Trailer sind mit hinzugekommen. Ja, ja, und wenn ihr die aktuelle Flixbus-Folge, da kommt mich gerade einer vorbei, verpasst habt, ja, schaut auch einfach mal in die anderen Playlisten rein. Ich verlinke euch die meistens hier auf dem i, zu allen Fahrsimulationen, dass das auch mal so passt. Und oder guckt einfach auf den Kanal. Da gibt es mittlerweile auch schon 25 Folgen dazu. Und es werden immer mehr. Und da sind wir ja am
gestrigen Tage unterwegs gewesen. Und zwar, glaube ich, 6,5 Stunden Livestream gemacht. Da sind wir einmal von Freiburg über Stuttgart, Heilbronn, Würzburg, dann hier am Rennsteig hoch, Erfurt, Halle, Leipzig, Dresden, Potsdam, Berlin, Usedom, Ahlbeck, Stralsund, nach Selin gefahren, genau, da sind wir hingefahren. 6,5 Stunden ging der Stream, ich habe das total unterschätzt. Ich dachte, das dauert nicht so lange, aber hat doch länger gedauert. Und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und war sehr cool. Eigentlich wollte ich noch eine Runde Mudrunner danach zocken, aber das war schon wieder zu spät. Die meisten mussten ja auch heute wieder arbeiten. Ich glaube, Schulferien, weiß nicht, ich glaube, einige hatten frei heute, manche mussten schon wieder. Deswegen habe ich es dann dabei belassen. Und das holen wir dann auf jeden Fall mal nach. So. Dann sind wir jetzt gleich da. Ist auf jeden Fall wieder eine etwas längere Folge gewesen. Ja, so um die 30 Minuten. Denke ich mal, werden wir im Endeffekt brauchen. Und ja, ist echt eine schöne Landschaft hier. Ne, die ganze Umgebung. Um Heilbronn rum. Beschleunigen wir mal wieder ein bisschen. So. Jetzt wäre ein bisschen zu schnell. Aber na gut. So. Ja, schöne Felder hier, links und rechts. Also sehr ländlich hier, ne, in Baden-Württemberg. Heilbronn liegt ja im Süden Deutschlands, ne? Im nördlichen Teil Baden-Württembergs. Ja, nicht, dass wieder einer sagt, nee, Heilbronn liegt eben nicht im Norden. Natürlich nicht. Aber im nördlichen Teil Baden-Württembergs. So. müssen wir gleich da sein. Wie viele Kilometer haben wir noch? Boah, 4 Kilometer noch, ne? Da zieht sich. Müssen wir das Ding gleich noch rückwärts einparken. Bin ich mal gespannt, wie das mit dem Teil hier funktioniert. Ja, viele, viele Motorradfahrer heute hier unterwegs, ne? So, jetzt fahren wir gleich in Neuenstadt rein. Neuenstadt? Wie heißt das? Ja, nee, neue Stadt. So rum. Ich sag, doch, Neuenstadt. Doch, ist richtig. So, es gibt noch Kreisverkehr. Ein paar Schallschutzmauern hier. Lässt er uns durch? Jo. Dankeschön. Und da hat er es wieder gemacht. Was hat er gemacht? Ihr dürft dreimal raten in den Kommentaren. Schreibt es mal rein. Wer hier häufiger zusieht, weiß, was ich gemacht habe. Weil das irgendwie so als Autofahrer drin ist, ne? So, hier geht's ins Wohngebiet. Hier links. Ja, schön mit durch Schallschutzwände gesichert. Und da oben sehen wir schon das Ziel aufblinken. Das heißt, wir sind fast da. Mit dem Bus. Das heißt, dann kann er repariert werden und dann kann er hier eine weitere Fahrt wieder in Heilbronn machen. Oder wo auch immer herkommt. Ist ja eher ein Reisebus, glaube ich. Ja, ist ein Reisebus, ne? Ja, MAN-Coach muss das sein. Da kann man leider nicht hier richtig erkennen. Ich kann mal ein bisschen rauszoomen. Ne, weiter geht's leider nicht. So. So, da müssen wir vorne gleich irgendwo links, so wie das aussieht. Und dann fahren wir hier ins Industriegebiet rein, liefern den Bus ab, sodass der repariert werden kann. Und dann haben wir es auch geschafft für die heutige Folge. Und ihr habt es auch geschafft. So.
bremsen wir schon mal langsam, denn der schiebt nämlich ganz schön von hinten. Das habe ich vorhin gemerkt, wo ich einmal scharf bremsen musste. So. Müssen wir noch einmal durch den Kreisverkehr? Sieht so aus. So, wir müssen ins Industriegebiet. Geradeaus geht es nach Neuenstedt. Nach Neuenstadt. So, jetzt warten wir kurz. Und hier alle durch. Jo. Können wir weiterfahren. Auch ein cooles Gebilde hier. So, hier ist das Industriegebiet. Da wollen wir rein. Blinker setzen. Und dann sind wir gleich am Ziel. Ansonsten haben wir es unfallfrei überstanden. Und hier ist es wirklich eng. So. Da müssen wir mal kurz gucken, dass wir hier auch richtig reinfahren. Nach Trameri, glaube ich, müssen wir, ne? Ach, da vorne hin, ja. So. Hier sind auch, hier ist auch mal alles voll geparkt. Das heißt, auch hier gibt es immer so die eine oder andere Herausforderung. Wir machen mal den Warnblinker an. Wir auch reinsetzen können. So, dann fahren wir hier mal rum mit dem schönen Fahrzeug. Holen noch mal ein bisschen aus hier. Ist echt cool mit der... Ah, nicht richtig ausgeholt. Muss wir doch mal ein kleines Stück zurück. Ihr seht schon wieder. Da geht schon wieder los hier. Er hat zwar hier diese Doppelachse vorne, aber... Da habe ich ein bisschen zu weit ausgeholt. So. Echt ein cooles Ding, aber guck mal, wie tief der auch liegt, ne? Echt nicht schlecht. So. Kommen wir zur Eingabe hier. Dann parken wir das Teil natürlich sach- und fachgerecht. Wir müssen hier einmal rumfahren, so wie das aussieht. Jo, dann machen wir jetzt auch. Kommen wir da rum. Ja, das passt. So. Einmal rum um Pudding. Kommen wir hier auch rum. Ja, das passt nicht. Müssen wir doch mal ein kleines Stück zurücksetzen hier. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass wir da am Zaun hängen bleiben. Oh. Schon passiert. Wobei, wenn da einmal eine Reparatur ist. Boah, es ist gar nicht so einfach mit dem großen Ding hier. So. Jetzt parken wir das Ding gleich noch da hinten ein. Oh, rückwärts hier hin. Ey, das wird lustig. Ach, wobei, das geht eigentlich. Oder? Da ist so eine Laderampe. Ich nehme immer gerne die Außenperspektive. Ich fahre jetzt einfach mal hier so. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal, haben wir auch schon mal eingeparkt, ne? Ich fahre nochmal ein kleines Stück vor. So, dann gibt es noch eine kurze Einpark-Session hier. Von meiner Seite. Was mittlerweile auch einigermaßen gut klappt. Es gibt immer noch Verbesserungspotenzial, aber ich übe mich da stetig. Versuche das auch besser hinzubekommen. Jetzt muss ich mal ein Stück vorfahren hier. Das klappt nicht immer. Aber wer hier häufiger mal reinschaut, der kennt das. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und da fahren wir nochmal ein Stück vor. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch gerade zurück. Eigentlich. Müsste passen. Oder? Gucken wir mal. Jo, passt. So, können wir Gang rausnehmen. Das heißt, wir haben die Fahrt jetzt hier abgeschlossen. Machen wir mal Motor aus. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen und auch der LKW hat euch gefallen. Wenn ihr den gerne haben möchtet, zusammen mit dem Cargo-Pack, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich alles soweit verlinkt. Und ja, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart, ne? Auf der Fahrt hier mit den MB Actros MP4 Crane Truck
und den dementsprechenden, ja, Cargo-Pack. Guck mal, jetzt, das ist ja hochgebockt mit so Kisten. Total cool, toll. Und ja, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.